Herzlich willkommen bei camber.de. Heute zeige ich euch ein paar Domkameras. Was sind Domkameras eigentlich? Dom ist der englische Begriff für Kuppel und eine Domkamera ist eine Kamera, bei der sich die Linse unter der Kuppel befindet. Diese gibt es in verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit 2,8 mm Brennweite oder 4 mm Brennweite. Die 4 mm Variante hat einen schmaleren Winkel, aber dafür etwas mehr Tiefenschärfe. Eine Alternative zu den Domkameras mit fester Brennweite sind sogenannte Domkameras mit Vario-Objektiv. Bei Domkameras mit Vario-Objektiv kann die Brennweite zwischen zum Beispiel 2,8 mm und 12 mm nach den Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund des Vario-Objektivs, so auch sogenannt Motorzoom, ist das Gehäuse der Domkamera etwas größer. So sieht eine 2,8 mm bis 12 mm Kamera aus, während man sie einstellt. Eine Domkamera bedeutet jedoch nicht gleich, dass sie sich motorisiert neigen und schwenken lässt. Diese Eigenschaften gehören zu sogenannten PTZ-Kameras, wie diese PTZ-Kamera im Mini-Dom-Gehäuse. Viele unserer Kunden entscheiden sich für Domkameras, weil sie diese für unauffälliger empfinden. Eine Domkamera kann jedoch auch Nachteile mit sich bringen, wenn diese zum Beispiel im Außenbereich montiert wird. Aufgrund der Kuppel sind Domkameras empfindlicher für Reflexionen, zum Beispiel durch Sonnenstrahlen. Auch wenn man die Kamera an der Hauswand montiert, sollte man darauf achten, dass dieser Bereich regengeschützt ist, da Regentropfen die eigenen Infrarotstrahlen der Kamera reflektieren können. Alternativ kann man auch so eine Regenschutzkappe über der Kamera montieren. Jetzt zeige ich euch, wie man so eine Kamera ausrichtet. Zur Ausrichtung benötigen wir das mitgelieferte Werkzeug. Am Rande der Kuppel sind drei Schrauben, welche wir zuerst aufschrauben müssen. Beachtet dabei, die Kuppel nicht anzufassen, da Verschmutzungen auf der Kuppel später zu Reflexionen führen können. Nimmt die Kuppel vorsichtig ab. Die Kamera kann in drei verschiedenen Richtungen ausgerichtet werden. Einmal kann man die Kamera drehen, neigen und die Linse in sich drehen. Außerdem sind Hikvision-Kameras meist vandalismusgeschützt. Alternativ kann man sich auch für eine Tourette-Kamera entscheiden. Eine Tourette-Kamera ähnelt einer Domkamera sehr, ist aber für den Außenbereich besser geeignet. Zu Tourette-Kameras mehr in einem anderen Video.